Hallo und herzlich willkommen zu dieser ersten Ausgabe von Let's Play Armored Warfare, beziehungsweise in dem Fall ist es kein klassisches Let's Play, sondern ich will euch mal zum Open Beta, zu der ich noch nicht aktiv war, jetzt erstmal zeigen, was ist Armored Warfare, beziehungsweise wie darf ich mir Armored Warfare so vorstellen. Armored Warfare ist wie World of Tanks, das ist ja jedem oder den meisten zumindest von meinem Kanal bekannt. Nur mit einer deutlich besseren Grafik-Engine, so viel darf man sagen, und zwar mit der Cry-Engine. Und mit Panzern, die deutlich neuerer sind, als die bei World of Tanks. World of Tanks hört ja so im Prinzip mit den Glattrohrkanonen auf und dementsprechend so 60er, 70er Jahre. Das ist aber, wo Armored Warfare im Prinzip erst anfängt, beziehungsweise natürlich auch etwas ältere Panzer noch dabei hat. Wir sehen hier den Hangar, beziehungsweise die Garage, wie man hier sieht. Man kann jeden der Panzer, ich habe hier ein paar Premium-Panzer aufgrund des Founders Pack, was ich mir gekauft habe, kann man jeden Panzer upgraden. Man kann natürlich die Feuerkraft verstärken, die Beweglichkeit mit besseren Motoren, Technologien, wobei man dann weiterkommt, die Effizienz der Besatzung erhöht, die Präzision der Bewegung, generelle Präzision und sonstiges natürlich bei der Bewaffnung Feuerkraft, den Durchschlag verstärkt und so weiter und so fort. Also hier gibt es einiges abzugraden, was Armored Warfare ganz anders macht als World of Tanks, muss man sagen, ist das Thema Tech Trees. Bei Tech Trees gibt es ja bei World of Tanks die klassischen Nationen und hier gibt es zwei Dealer und zwar einmal Wölfli und einmal Marat. Wenn ich auf Wölfli gehe, gibt es hier sozusagen verschiedene Mischungen an Panzern, die nicht unbedingt den Nationen immer nacheinander folgen müssen. Sieht man hier ganz gut. Fängt mit dem M113 an, ist der Tier 1, geht dann zum Patton und geht dann zum Leopard 1, also sozusagen und dann unten auch nochmal der Leo, hier der OF40. Also da dementsprechender Mix der Nationen macht es natürlich den Jungs bei Mycom ein bisschen einfacher, Tech Trees zu gestalten, weil man nicht ganz stupide von Tier 1 bis Tier 10 immer eine Nation braucht, sondern auch mal einfach sozusagen auf einem Tier dann einfach irgendwas anderes einbauen kann. Sehr sinnvoll sogar, dafür, dass es dann nicht unbedingt diese Papierpanzer gibt, wie bei World of Tanks, sondern einfach wirklich ganz viele schöne historische Gefährte. Man kann ja zum Beispiel auf den Leopard 1 gehen, kann sich hier auch die Details ansehen, kriegt auch noch eine kleine Chronik zum Panzer dazu, hat hier die verschiedenen Werte, Klassenmerkmale natürlich und was auch ganz schön ist, man kann sich bei der Preview den Panzer auch direkt nochmal hier im Hangar anschauen. Finde ich sehr nett gemacht. Wie gesagt, das ist Wölfli. Dann gibt es natürlich auch noch den Marat als Händler, der ein paar weniger Panzer hat. Was auch schön ist, dass man hier sieht, was als nächstes kommt. Der M8 zum Beispiel, PL01, T14 Armata, den man ja auch aus den Medien und von der russischen Seite kennt. Ganz, ganz frischer, neuer Panzer. Also dementsprechend sieht man schon, dass das hier deutlich moderner ist. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt ganz klassischerweise PvP, also eine Schlacht. Oder, und das finde ich fast spannender, es gibt PvE-Missionen, dass man zusammen mit ein paar Leuten eine PvE-Mission gestaltet und spielt. Finde ich sehr schön, ist sehr taktisch und vielleicht in Anführungszeichen auch ein bisschen entspannter, als wenn man immer mutmaßlicherweise ein gutes und ein schlechtes Gegnerteam hat, sondern hier hat man einfach nur seine Kumpels, mit denen man spielen kann oder natürlich auch random. Auch noch eine weitere Sache, die so einzigartig ist. Man kann sich seine eigene Basis aufbauen. Fängt hier mit der Garage an, ganz simpel. Und dann gibt es natürlich verschiedene Sachen wie die Akademie, Aufklärungsposten, Baracken, Flugplatz, Heliport, Kommandozentrale und noch ein paar Bauten, die demnächst kommen. Und wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich hätte gerne die Akademie, würde das die Kommandanten-EP erhöhen. Dafür braucht man ein paar Ressourcen, habe ich jetzt gerade keine. Dann würde man auf Bauen gehen, beziehungsweise, doch habe ich, Entschuldigung. Und reduziert die, also man kann das dann alles bauen. Ihr seht, es dauert eine gewisse Bauzeit.
Das ist natürlich alles mit Stufe 1. Beziehungsweise in dem Fall noch Stufe 0. Und da dauert es jetzt schon 12 Stunden, der Heliport. Die Kommandantenzentrale, die mache ich noch. Und dann sieht man zum Beispiel eben hier den Aufklärungsposten. Also ist eine sehr schöne Idee, die dann auch so ein bisschen das Suchtpotenzial steigert, weil man will ja auch natürlich seine Basis ausbauen. Beim Dossier sieht man, ist wieder Wehrpass, kann man sagen. Ihr seht bei mir noch null gefahrene Gefechte, weil ich fange jetzt erst wieder richtig an mit Armored Warfare. Jetzt, wo kein Vibe mehr gibt, ist es für mich wieder absolut interessant und ich freue mich auch schon wieder sehr drauf. Deswegen wird mein Wehrpass oder das Dossier auch hier bald anders aussehen. Last but not least, hier oben das Bataillon. Bei dem Fall bei mir noch nichts. Bataillon ist nichts anderes als der Clan. Hier unten dann natürlich soweit alle Panzer, die bisher erforscht sind. Verschiedene Munitionsarten, auch verschiedene Besatzungen natürlich. Auch hier schön Frauen und Männer gleichberechtigt. Auch Ersatzteile gibt es natürlich. Und kann dann zum Beispiel Reparaturset, Verbandskasten, Feuerlöscher und sonstiges beinhalten. Also ich sag mal so, ein World of Tanks Spieler wird sich einigermaßen schnell zurechtfinden, aber auch für einen Neuling hat das Spiel sehr vieles, was einen schnell das Ganze erlernen lässt. So, das ist dann der erste kleine Einblick zu Armored Warfare gewesen, für alle, die es noch nicht kannten. Bestimmt ganz angenehm und demnächst kommen dann natürlich auch wieder Let's Plays. Ich habe mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.